Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Heute mal wieder zur perfekten Kolonie. Ja, was wir in diesem Video machen werden, auf jeden Fall unsere Pinscherpfeffer-Farm weiterbauen oder überhaupt erstmal bauen. Wenn man sieht, es wächst ja noch nicht eine einzige Pflanze in dem Raum. Darüber hinaus hier unten für unseren Wasserstoffschlot auch eine Pumpe bauen, ähnlich wie wir es hier gemacht haben. Und ich würde mal fast vorschlagen, dass wir damit auch beginnen, weil der pustet hier die ganze Zeit Wasserstoff raus. Und ja, das können wir ja vielleicht mal als erstes machen. Hier kommt eine. Hier machen wir ruhig eine elektrische. Wir müssen hier ja sowieso auch eine kleine Stromerzeugung bauen. Ne, das kann eigentlich. Der könnte eigentlich bleiben. Da bauen wir einen Ziegel rein. So. Was wir hier definitiv brauchen, ist eine Gaspumpe. Dann brauchen wir hier einen Wasserstoffgenerator, der passt hier wunderbar hin. Ja. Eine intelligente Batterie braucht es dann noch. Könnten wir hier hinbauen. Und dann haben wir es ja eigentlich auch schon. Leiterkabel. Und um das Ganze natürlich am Anfang einmal in Schwung zu bringen, brauchen wir ein Hamsterrad. So, ich vermute mal sehr stark, dass diejenigen, die hier bauen, gerade eher noch an der Pinscherpfeffer-Farm zu tun haben. Ne, wir haben eher das Problem und zu wenig Sauerstoff. Okay, die stehen auf 7. Ach so, ja, stimmt. Wir hatten eine Zeit lang kein Wasser, dementsprechend. Entschuldigt. Hatten wir hier das Problem. So, wieder kein Strom mehr. Muss ich gleich doch tatsächlich mal eben genauer schauen. Dass hier kein oder kaum Sauerstoff verbraucht wird. Na gut, aber die anderen hier füllen ja das auf. Naja, das sollte soweit passen. Jetzt müssen wir mal eben schauen, warum hier kein Strom. Ah. Okay, kein Wasserstoff, keine Kohle. Och. Oh ne, nur 2,4 Tonnen. Uff, okay. Kein Erdgas. Okay. So, aber wir haben hier Öl und der Petroleumgenerator läuft auch. Der kann aber natürlich das Ganze nicht alleine schaffen. Okay. Darauf war ich jetzt nicht unbedingt. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir zu Beginn diese Probleme jetzt hier haben. Hier ist Kohle, da werden wir das Chlorgas freigraben. Hier irgendwo noch. Sehr einfach, hier ist Kohle.
So, dann müssen wir jetzt. Ne, es wird aber auch schon Kohle gebracht. Okay, jetzt läuft es hier auch. Was ist hier noch das Problem? Falsche Flüssigkeit. Ja, könnte sein, aber mittlerweile passt das ja wieder hier. Ja. Okay, also anzuchttechnisch kriegen wir das, glaube ich, in den Griff. So, wir haben hier 4 Anzüge, die wir noch gar nicht nutzen. Oder fast gar nicht. Das heißt, wenn wir hier endlich mal die Verbindung schaffen würden, dann haben wir das auch gelöst. Um das zu machen, müssten wir allerdings hier abschließen. Und dann können wir dort eine lange Leiter bauen. Wir müssten dann sowieso mal sehen, wo wir hier so ein paar Verbindungen schaffen. Vielleicht machen wir das hier mal ein bisschen niedriger, weil die anderen Sachen sind tatsächlich erstmal wichtiger. So, also wir haben Wasserversorgung hier sichergestellt. Wir haben hier Sauerstoffversorgung auch. Gut. Das hier ist eigentlich von der Priorität hoch genug. 7, wir müssen nur jetzt einfach mal die ganzen Sachen abarbeiten, die überall gebaut werden und freigegraben und. Da war ich ja jetzt nicht unbedingt sparsam in letzter Zeit. So, hier unten ist noch rein gar nichts passiert. Das ist eigentlich eher schlecht. Weil es ist mitunter hier schon recht viel Wasserstoff, was hier verschenkt wird. Wir können natürlich da oben dann auch noch eine Pumpe hinbauen, das alles mal absaugen. Das werden wir auch machen. Aber ich möchte das durchaus nutzen hier. Beziehungsweise zumindest mal die Option zu haben, das zu nutzen. Ja, jetzt geht's auch los hier. Mehr kannst du jetzt von da aus nicht machen. Das ist natürlich auch sehr ungeschickt von mir, aber wir können hier ja noch ein bisschen mehr Granit freigraben. Ja, dann kann er sich zumindest gleich wieder selbst befreien. So, einsperren kann sich hier jetzt ja eigentlich niemand mehr. Das heißt, ich muss das Ganze eigentlich nicht mehr überwachen. Gut. So, hier ist auch nichts passiert. Ja, ich muss einfach mich ein bisschen zurückhalten wieder. Ich habe so viele Aufträge beim letzten und vorletzten Mal verteilt.
Es muss einfach mal abgearbeitet werden. Jetzt fast hier noch den nächsten Aufräumauftrag verteilt, aber stopp, stopp, stopp. Das fällt mir mitunter echt schwer. Aber was wir machen können, wir können ja mal schauen, ob wir Verstärkung bekommen können. Ich würde nicht mehr so ganz viel mehr Duplikanten dazu nehmen. Ich weiß, dass wir noch vier freie Betten haben, aber möchte mich auch ein wenig. Also hier kommt eigentlich nur Bird in Frage. Ja, und wir nehmen Bird auch mit dazu. Mal eben schauen, wer als nächstes an der Reihe ist. Okay. Das dürfte Schildi 1704 sein. Ja, dann sage ich mal, willkommen hier in diesem Bereich. Bekommst direkt dein. Was bist du denn? Ja. Dein Bett zugewiesen. Toilette und dann wollen wir wenigstens deinen Schlafbereich auch schon mal aufräumen. So, berufstechnisch packen wir dich mal. Was machen wir mit dir denn? Denke mal, dass du auch Hausfrau für außen wärst oder Hausmann für außen. Ich keine Doktor tätig, obwohl doch, das können wir drin lassen, falls nötig. Keine Bedienung, keine Viehzucht und bauen und graben ganz nach unten. Das heißt aufräumen, Material liefern und. Das Gute ist, du hast Athletik plus 7. Das heißt, wir müssen dich eigentlich nicht einsperren. Gemetzel Manfred. War denn bei dir noch? Achso, du warst Viehzucht, deswegen, aber deswegen müssten wir dich doch theoretisch. Ah, du hast das Schutzanzugtraining noch nicht. Okay, na ja, gut, dann musst du natürlich da bleiben. Da kann ja noch gar nichts dabei sein. Okay. Hier ist für Rainbow. Ich verteile mal wieder ein paar Punkte. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Obwohl, wenn ich schon länger nicht mehr hier bin, ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Oberpurs Hausfrau, da brauchen wir eigentlich keine Viehzucht. Da hätten wir theoretisch alles, was wir brauchen. Cassie-Keks. Als Züchter auch. Ja, eigentlich jetzt hier oben nicht anders sein. Überfliegt trotzdem gerade mal eben alle. Da kann man einen Punkt Klempnerei packen für Stärke. Und bei Blaze King eigentlich auch. Okay. So, was ist mit den Schutzanzug-Docks hier? Woran scheitert das? Daran, dass wir gar nicht erst Blei hierher bekommen.
Was wir auch noch brauchen, natürlich. Na Moment, wir machen es hier auch wieder so, dass wir einen Gastank bauen. Den dazwischen halten, dass der erst immer beliefert wird und erst Anschluss geht es dann hier hoch, da. Wird noch irgendwo Neutronium im Weg? Nee. So, das warme Wasser. Hier brauchen wir nichts zum Bremsen. Für diese Seite würde ich schon irgendwo Ziegel bauen. Stromkabel natürlich dann auch noch zur Tür. Einzig für den Wasserstoff, ne? Genau. Erdgas ist ja. Der steht noch so lange still, das können wir erstmal ignorieren. So, das, was hier jetzt an Sauerstoff noch drin ist, was wir dann hier reinpumpen, was der Wasserstoffgenerator beschädigen würde, das machen wir einfach. Dann ist das eben so. Oh, Heido, du haust hier aber ein Tempo vor, mein lieber Scholli. Das ging mal echt schnell, aber du musst, glaube ich, zurück wegen deinem Schutzanzug, ne? Der ist nämlich sonst gleich leer. Okay, das andere war auf 7. Dann setzen wir das hier jetzt mal alles auf 6, was hier gebaut werden muss. Die Düngung fehlt, Phosphorit. Haben wir aber 117,6 Tonnen. Okay, also... ist es eher ein Problem von zu viel Aufträgen, gerade auf 6 oder 7. Aber da wir das Stromproblem schnellstens in den Griff kriegen müssen. Und wir hier unten nun mal wirklich am Popo der Welt sind. Kann das mal ein Momentchen länger dauern. Sogar noch wichtiger, weil sonst sitzt da gleich jemand auf dem Hamsterrad und will die ganze Zeit Strom erzeugen, und das ist gar nicht mehr nötig, weil unser Wasserstoffgenerator vielleicht schon läuft, der allerdings noch da ein Automatisierungskabel braucht. Ach, stimmt, da hatten wir auch noch das Problem. Richtig, wir mussten dort ran. Ne, wir wollten hier oben ran, von hier aus. Wir haben 500.000
Kalorien in Reserve, das ist ja durchaus schon mal ein bisschen was. Oh, stopp. Da fehlt natürlich noch was. Und ein weiterer Tag vergeht und es ist nicht fertig. Macht ja nichts. So, was macht denn eigentlich unsere Edge Farm Nummer 2 hier? Füttern wir mit Granit. Okay. Aber noch nicht hier die umgekehrte Variante für die Zulieferung. Was bekommen die hier? Warum versuche ich dann eigentlich nicht Metall-Hatches zu bekommen? Also das hier ist eine ganz schlechte Idee, dass hier Hatches rumrennen. Gerade mal so feststellen, die futtern ja unser ganzes Material, was wir dahin schaffen. Schuss automatisch einfangen haben wir da nicht. Das heißt, oh, ein Metall-Hatchling. Achso, wir haben die ganzen Eier hierher gebracht. Wollen wir mal eben schauen. Die haben wir nicht. Oder kommen die von hier aus dahin? Ja, Quatsch, von hier. Nee, hier gibt es ja nur eine Zulieferung. Ja, wahrscheinlich durch irgendeinen dieser Förderschienen. Aber dass wir hier ein Metall-Hatchling-Ei haben, das ist ja total super. Das würde ich dann nämlich liebend gerne hierher bringen lassen. Ist denn hier? Prio setzen wir auch mal hoch, dass die Tiere hier auch gleich weggebracht werden, nicht nur eingefangen. Warum baut denn jetzt zum Beispiel niemand hier oben den Lagerbehälter? Oh. Okay. Gut, das nimmt auch überhand hier.
Wir haben unser nächstes Problem. Das heißt, wir bauen hier jetzt Luftreiniger. Aber wo? Lieber hier unterhalb. Ich glaube, mit zweien kommen wir schon ganz gut klar. Lassen noch mal Luft für zwei weitere. Der kann weg. So, das hier unten wird ja sowieso noch geändert. Isoliert muss das Rohr hier nicht werden. So, wir kommen hier raus. Da läuft es zusammen. Geht ja sowieso nicht die Riesenmenge an Wasser durch. Das können wir ruhig so machen. Bitte erst die anderen Sachen fertig machen. So, Tierei. Metallhatchling-Ei. Das bitte liefern. Mit den drei Steinhatchling-Eiern. Wir schauen erstmal, was gleich mit dem Metall-Hatchling-Ei passiert. Weil ich vermute mal sehr stark, wir bringen das gleich hierher. Und wenn wir es dann wieder fallen lassen, dass es dann weggebracht wird, weil dass die alle da auf einem Fleck liegen, kann nur bedeuten, dass die irgendwie hierher gebracht werden. Das sind die Stationen, da sind keine Tiereier, da sind keine Tiereier. Wo kommt denn das hier? Ja, das kommt doch von hier. Ah, da haben wir schon das Problem. Okay. So, dann können wir nämlich jetzt das da wieder rauspacken. Ja, das habe ich dann dummerweise so eingestellt, als ich hier alles fertig gemacht habe. Ja. Gut, die Steinhatchlinge haben wir ja hier eingestellt. Dann stellen wir dies hier noch auf Metall-Hatchling. Ach, geht noch nicht. Dementsprechend die Nahrung auch noch nicht. Okay. Machen wir dann alles später. Jetzt noch ein Metall-Hatchling-Ei. Oh. Ja, den bringen wir dann auch manuell später dorthin. Gut, wie schaut's hier aus? So, dass es hier losgehen könnte. Also bitte einer aufs Hamsterrad. Hochgestellt, damit das auch repariert werden kann. Aber ab jetzt müssen
müsste eigentlich das Hamsterrad überflüssig sein. Hier müssen wir auch erstmal nicht wieder rein. Doch, müssen wir wohl, klar, zum Reparieren. Okay. Dann können jetzt alle die... Ist die Leitung hier schon gebaut? Tatsächlich. Kriegen wir ja doch so ein bisschen was fertig. Wieso haben wir hier Überhitzungsschaden? Oh, ich wieder alles aus Blei gebaut. Ich bin auch. Geht es dann um Phosphorit, das ich hier einstellen muss? Landwirtschaft, Phosphorit, das geht direkt los. Perfekt. Dann können wir jetzt hier ein paar weitere Pflanzen einpflanzen. Das eingehende so. So, das auch. Ja, stopp, das ist ja Quatsch, was ich jetzt hier mache, weil ist das alles auf Priorität 8, das ist natürlich schon mal Blödsinn, aber das muss ja hier in die Küche. Hier muss das hin. Heißt, wir können damit ran. Um. Zutat, Kochzutat. Sehr schön, okay. Damit können die auch wachsen. Hier ist immer noch zu viel Druck, das heißt, wir müssten eigentlich sehen, dass wir das hier noch möglichst schnell fertig bekommen. Sollte auch nicht das Problem sein. So, Wasser für dieses System. Kriegen wir von das wird nicht reichen. Entweder ne, da sind die ganzen Packus drin. Wir holen uns das mal von hier. So, Flüssigkeitspumpe. Strom müssen wir ja noch haben. Da können wir definitiv nicht mehr mit ran. Da auch nicht. Was dann ja bedeutet,
Okay, wir sind in unserem aktuellen Stand, so wie wir gerade sind. Haben wir eher das Problem. Dass wir totales Leitungschaos noch haben, deswegen möchte ich das nicht noch mehr vergrößern. Dann baue ich lieber hier unten einen Kohlegenerator, weil Kohle produzieren wir durch die Hatches. So, dann müssen wir die beiden noch mit einem Sensor verbinden. Deshalb nur oberhalb von, keine Ahnung, oberhalb von 1000 Gramm läuft oder so, nicht, dass wir das Ganze wegen 10 Gramm CO2 laufen lassen. Gleich haben wir es dann mal. Muss hier allerdings gleich aufpassen, dass ich da nicht zu viel Flüssigkeit reinbringe. Ich denke, wir können jetzt schon hier einen Auftrag geben, da wieder was zu zerlegen. Na gut, im Zweifelsfall müssen wir gleich was. Ach so, das läuft. Ah. Okay, das Wasser hat Gott sei Dank ein komisches Verhalten gerade. Das hilft mir natürlich enorm. So, wieso haben wir denn hier unten? Oh. Über 4 Kilogramm geplatzte Trommelfelle. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, jetzt können wir hier das Rohr auch zerlegen, weil wir haben genug. Ja, die Pumpe kann wieder weg. Rohr. Und Stromkabel. So, das wird jetzt bestimmt eine Zeit dauern, aber das wird auf jeden Fall das Problem in den Griff bekommen. Haben wir auch unser Stromproblem verbessert? Ich hätte jetzt theoretisch gesagt, ja. Praktisch sieht es irgendwie gerade nicht so aus. Vielleicht müssen wir hier. Ja, ich weiß schon, wo das Problem ist. Wir müssen hier zwischen. Oh. Noch eine Brücke bauen, sonst weiß nämlich
der Sauerstoff unten nicht, in welche Richtung jetzt fließt, der Wasserstoff, genau, weil er auch von der anderen Brücke in diese Richtung theoretisch laufen konnte, deswegen ging es nicht. Jetzt kriegen wir es aber auf jeden Fall in den Griff. Erstmal wieder jede Menge Wasserstoff. Und dann brauchen die da auch nicht mehr laufen, also die Kohlegeneratoren nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Mir kommt da gerade noch ein Gedanke. Ich glaube nämlich, dass wir hier genau einen ausgewachsenen Steinhedge gar nicht mit dabei haben. Jetzt schon. Ja, okay, so, ich habe das Video jetzt schon ziemlich in die Lange in die Länge gezogen. Ich will es nicht noch schlimmer machen. Eine Sache hätte ich eigentlich eingangs des Videos schon sagen wollen, ich habe es vergessen. Die vorherige Folge war sehr lange nur in 360p verfügbar. Ich weiß nicht so recht, woran das lag. Es war irgendein Transkodierungsproblem bei YouTube. Ich habe daraufhin das Video um glaub, 2 Sekunden gekürzt oder sowas, habe den Schluss weggeschnitten. Dadurch erzwingt man, dass das Ganze nochmal neu transkodiert wird. Und ja, jetzt kann man sich es auch in vernünftiger Qualität anschauen. Also wenn ihr das nicht konntet, ihr könntet das jetzt nachholen. Ja, wie gesagt, hätte ich eigentlich eingangs des Videos schon sagen wollen, ist mir durchgerutscht, ist aber jetzt nachgeholt. Also wer es noch möchte, kann das gerne machen. Und ja, dann sind wir für heute durch. Denke, wir werden auch jetzt, wo wir so Strom und so weiter, glaube ich, hoffe ich, im Griff haben, uns dann auch mal ein bisschen an das Verschönern, Verfeinern endlich machen können. Und ja, ob wir da jetzt schon morgen im nächsten Video loslegen, weiß ich gar nicht. Aber es wird auf jeden Fall bald losgehen. Also erstmal Dankeschön für euer Feedback, wie immer, dass ihr so fleißig zuschaut. Und ja, macht's gut. Bis bald, euer Krillo.